Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Gleichstrommaschine ist unser Thema. Heute wollen wir uns ein paar grundsätzliche Überlegungen ansehen, die wir brauchen, um das Verhalten einer Gleichstrommaschine zu berechnen. Okay? Also, wir haben jetzt schon einiges gehört über den Aufbau, über Ankerrückwirkungen und so weiter und so fort. Schauen wir uns das einmal an. Ja? Schauen wir uns das im Detail an. Also ich habe hier irgendwo einen Anker in der Maschine. Ja. Dann habe ich da Bürsten an dem Anker. Okay, und Bürsten. Dann habe ich hier eine Erregerwicklung, wenn es keine fremderregte ist. Mit der mache ich das Magnetfeld. Okay, dann habe ich da die Anschlüsse. Ja. Jetzt hat diese Ankerwicklung da drin und auch vielleicht die Anschlussleitungen da, die haben einen gewissen Widerstand, den zeichne ich hier auch ein. Ja. Der kann natürlich da drinnen sein auch, der ist natürlich da innerhalb des Ankers, aber irgendwo muss ich noch einzeichnen. Ne? Ja, so. Back. Das ist der RI. Der RI, das sind alle Widerstände, die so im Ankerzweig herumlungern. Ja. Da kann es Klemmen geben da. Ja. Und was machen wir mit so einer Maschine? Was habe ich da gemacht im ersten Video? Ich habe hier eine Spannung angelegt, ein U. Und aufgrund dieser Spannung ergibt sich ein Ankerstrom hier. IA. Ja. So, jetzt kann man sagen, passt, Leistung, weiß ich schon, ja, die Leistung meiner Maschine ist also P elektrisch, sage ich, ja, das ist U mal I, das heißt, das muss also sein U mal IA. Das stimmt, das ist die Leistung, mit der unsere Maschine das entweder die rauskommt, wenn es ein Generator ist, oder die ich hinlegen muss, die ich liefern muss, wenn es ein Motor ist. Okay? Und jetzt kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich mechanisch diese Leistung hier herausbekomme. Das geht leider nicht. Man muss nämlich zwischen äußerer elektrischer Leistung und innerer elektrischer Leistung unterscheiden. Wie ist es? Wie ist das? Wir haben ja gesagt, es gibt da im Rotor mehrere Effekte. Ja? Es gibt eben die Kraft auf dem stromdurchflossenen Leiter, der erzeugt uns einen Moment. Passt. Ja? Diese Kraft auf den stromdurchflossenen Leiter erzeugt uns einen Moment. Das Moment haben wir ausgerechnet gehabt mit MI. Ja? Ist gleich K mal Phi, Erregerfluss. Ja? Und dann mal den Ankerstrom IA. Das war das Moment, das innere Moment der Maschine. Moment auf den Rotor. Okay. Und durch Induktion und so weiter gibt es da drinnen auch eine innere Spannung. Die ist da drin. Ja, da drin ist die UI. UI. Die entsteht im Rotor. Und zwar egal, ob das ein Motor oder ein Generator ist, das entsteht einfach. Ja. Das heißt, ich habe da drin das UI und das haben wir gesagt, das ist K mal Phi mal Omega M. Okay? Das entsteht da. Und wo unterscheidet sich jetzt das U zum UI? Nun, ich habe erstens einmal hier einen Spannungsabfall, ja? Und ich habe hier bei den Bürsten immer Spannungsabfälle. Das in Summe, das ist die sogenannte Bürstenspannung, UB da. Das ist eigentlich UB halbe, das ist UB halbe. Ja, Bürstenspannung. Ob sie sich jetzt 1:1 aufteilt oder halbe aufteilt. Ja, in der Realität es kann man sein, dass eine Bürste schon etwas mehr verschlissen ist und so weiter. Ja, aber okay. Und das da ist RI mal IA. Diese Spannung da.
Und jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden. Jetzt müssen wir ein bisschen unterscheiden, ob wir im Motorbetrieb sind oder im Generatorbetrieb. Ja? Nämlich, wenn die äußere Spannung größer ist wie die innere Spannung, das heißt, der Strom hineinrinnt in die Maschine, dann ist es ein Motorbetrieb. Ja? Dann ist es ein Motorbetrieb. Und wenn die äußere Spannung kleiner ist, wenn also die innere Spannung größer ist und der Strom herausrinnt aus der Maschine, dann ist es ein Generator. Ist eh logisch eigentlich, nicht? Ist eh logisch. Das heißt, ich kann im Prinzip sagen, meine äußere Spannung U, ja, ist gleich die innere Spannung U, ja, und dann, je nachdem, ob es ein Motor-Generator-Betrieb ist, plus, minus, plus, die Spannung wird größer, Motorbetrieb, minus, die Spannung wird kleiner, Generatorbetrieb, ja. Und dann muss ich halt das anziehen da, das RI mal IA, ja, das ist diese Spannung an den Ankerwiderständen, ob die jetzt dort im Anker drinnen sind oder wo außen, manchmal baut man außen Widerstände ein, die veränderliche Widerstände werden wieder zu kommen, wann das passiert, ja. Und dann brauche ich nur das UB, ja, die Bürstenspannung, die zwei Spannungen da in Summe von die zwei Bürsten passt. Ja. Bürstenspannung sagt man, ja, ungefähr 2 Volt. So ein konstanter Wert, ja, da brauche ich halt 2 Volt, dass ich da drüber komme über die Bürsten, über die zwei Bürsten. Das ist, ja. Und zwar plus für Motorbetrieb Betrieb und minus Generatorbetrieb. Und wie ist es jetzt mit der Leistung, ja, Moment und so weiter? Ja. Ich meine, die mechanische Leistung, ja, P-mechanisch, die innere mechanische, nennen wir es auch innere mechanische Leistung, weil es kann ja sein, dass die irgendwo Lager sind. Also die Leistung, die dann auf dem, es kann nicht nur sein, dass Lager sind, es werden auch Lager sein. Sehr logisch. Aber die Leistung, die praktisch mechanisch am Rotor zur Verfügung steht, ist das MI mal Omega M. Nicht? M mal Omega Leistung. Das heißt, da kommt raus, K mal Phi mal IA mal Omega M. Das ist das M. Passt. Ja? Das ist also die innere mechanische Leistung und die innere elektrische Leistung, ja, die ist ja UI mal IA, ja, und das UI ist K mal Phi mal Omega M und jetzt mal IA. Aha, die sind gleich. Okay, diese Leistungen sind gleich. Das heißt, da haben wir den Leistungsübergang jetzt von elektrisch auf mechanisch. Da mit der inneren Spannung müssen wir rechnen und das erzeugt nachher das innere Drehmoment. Ja, wie viel von diesem Drehmoment dann in irgendwelchen Lagern oder Ventilatoren oder so irgendwas, Kühlern, vergeudert wird und wie viel dann wirklich Nutzleistung, das ist wieder eine andere Sache. Aber das haben wir zumindest schon auf der mechanischen Seite. Okay? Hier sind wir schon auf der mechanischen Seite. Das heißt, beim Motorbetrieb ist die innere elektrische Leistung kleiner, weil ich hier eben irgendwelche Verluste habe. Und im Generatorbetrieb ist die innere elektrische Leistung größer, ja, weil ich kann halt nicht so viel vom Generator rausholen. Gut, also das hätten wir mal. Und jetzt haben wir dann ganz viele verschiedene Anschlüsse hier. Okay, ganz viele verschiedene Anschlüsse. Stellen wir uns vor, wir wollen so einen Motor anschließen. Jetzt sind da Erregerwicklungen, jetzt sind da Ankerwicklungen und da sind, es ist nicht alles, bei großen Motoren habe ich dann eine Kompensationswicklung da irgendwo in die Pole drin, also ich habe dann eine Wendepolwicklung und da habe ich wirklich, ich meine, so ein Motoranschlussbrett, ja, das sind schon ein paar, okay, wie kenne ich mich da aus, wie ist denn da, ja?
Und zwar sind die Motorklemmen standardisiert. Okay? Sie sind einmal nummeriert. Okay? Also, es gibt auf alle Fälle die A-Klemmen, ja? Die mit dem Buchstaben A. Ja? A, was wird das sein? Anker. Die Ankerklemme. Immer logisch. Ja? Dann gibt es die C. Kompensationsklemme. Das kann man, warum nenne ich das als erstes? Weil C, Compensation, das passt irgendwie zusammen. Ja? Kompensationswicklung. So, jetzt habe ich da Kompensationswicklung geschrieben und der Ankerklemme. Eigentlich ist auch die Ankerwicklung, die mit A gekennzeichnet ist. Okay? Und dazwischen B haben sie eine gemacht, Wendepol. Ja. Die Wendepolwicklung. Okay. Dann gibt es ein F. Das sind die Anschlüsse da. Für eine fremd erregte Maschine. Das heißt, das ist einfach, einfach die Erregerwicklung. Okay? Fremd erregte Wicklung, okay? Und dass das Alphabet vollständig ist, hat man nachher noch gemacht, D und E. Ja? Also nicht, dass das Alphabet vollständig ist, aber das ist halt so A, B, C, D, E, F. Und ein paar Anker, Kompensation, fremd, denke ich, kann man gut zuordnen, den Buchstaben. Und D und E, naja, okay. Also das wäre dann eine Reihenschlusswicklung. Und das war eine Nebenschlusswicklung. Was Reihen- und Nebenschluss bedeutet, das werden wir in den kommenden Videos noch sehen. Aber es sind eigentlich auch diese Erregerwicklungen da. Okay? Die sind halt speziell irgendwie ausgeformt für eine Reihenschluss- und Nebenschlussmaschine. Was das bedeutet, werden wir sehen. So, jetzt haben wir die Wicklungen. Ja, jetzt steht da noch dabei zwei Ziffern. Ja, eins heißt immer Anfang und zwei ist Ende. Ja. Also das hier zum Beispiel wäre hier die Klemme A1. Das wäre praktisch die Klemme A1 und die Klemme A2, Anfang und Ende. Und bei das, wenn das eine fremdereckte Maschine ist, dann ist das vielleicht F1 und das F2. Anfang und Ende der Wicklung. Ist deswegen wichtig, weil wenn ich A-Wicklung umdrehe, dann dreht sich das ja in die andere Richtung. Dann ist es entweder Nord-Süd-Feld vertauscht oder der Strom rennt in die andere Richtung. Ja, dann ist Drehzahl. Ist Drehzahländerung. Okay. Was heißt das nun? Ja, wenn man alle Wicklungen von 1 auf 2 anschließt praktisch, ja, 1 hineingeht, 2 hinausgeht, hat man Motorbetrieb im Rechtslauf, sogenannten Rechtslauf. Motor im Rechtslauf ist Wicklungen angeschlossen von 1 auf 2. Ja, also haben wir das verstanden, wissen wir, wie wir eine Maschine anschließen und wie es zu Drehmoment kommt. Also dass nicht die äußere elektrische Leistung gleich der inneren mechanischen Leistung ist, das spürt es nicht. Haben wir Verluste drin. Okay. Mit diesem Wissen werden wir im nächsten Video das genauer berechnen. Ja, da werden wir sich anschauen, ja, wie ist denn das? Ja, wie ist denn das, wenn da ein Strom durchrinnt und was entsteht dafür eine Drehzahl für einen Moment? War die Maschine belastet, das Moment praktisch erhöhe oder mehr Antreibe im Generatorbetrieb, ändert sich da eine Spannung, ändert sich da ein Strom oder was ist, wenn ich die Erregung rauf und runter drehe? Das werden wir uns das nächste Mal genau überlegen. Da werden wir ausgehend von diesen Formeln hier, werden wir dann eine Gleichung berechnen, die das allgemeine Betriebsverhalten einer idealen Gleichstrommaschine
herzeigt. Ja, bestimmt. Machen wir das nächste Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.